Guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Montag, der 16. Juli, und ich nehme euch mal wieder mit durch unseren Alltag. Ich sitze hier wieder mit Finn unten auf der Matte. Ich habe mich gerade eben schon fertig gemacht, jetzt muss Finn noch dran kommen. Er hat nur einen ganz normalen weißen Buddy hier noch von der Nacht an. Den kann er aber anbehalten. Wir haben nämlich gestern Abend gebadet, hat er den frisch anbekommen. Er hat zur Nacht noch so einen ganz dünnen Baumwoll-Schlafsack angehabt. Den habe ich jetzt aber schon ausgezogen. Ich sehe gerade, er hat wieder ein Haar von mir. Ja, dann mache ich ihn jetzt nochmal fertig, waschen und neue Windel an und anziehen. Heute Morgen ist es noch nicht so ganz so warm, es ist schon warm draußen, aber noch 21 Grad. Nur noch 21 Grad, deswegen werde ich ihn gleich nochmal mehr anziehen als im Buddy. Heute Nachmittag, habe ich gestern auch gemacht, habe ich ihn komplett in Windel gelassen. Und wir waren draußen im Garten, auch noch gestern am Sonntag, und da war er komplett nackig. Heute steht relativ viel an. Ich muss später mal meinem Frauenarzt anrufen und noch ein neues Rezept für die Pille mir verschreiben lassen. Denn er hatte mir damals nur 6 Monate lang die Mini-Pille aufgeschrieben oder verschrieben. Und ich brauche auf alle Fälle noch länger eine. Er hat mir dafür danach noch eine normale Pille verschrieben. Aber ich stille ja noch und ich möchte ja noch lange weiter stillen. Deswegen brauche ich wieder die Mini-Pille. Da muss ich anrufen. Dann müssen wir auf alle Fälle zum Einkaufen fahren. Unser Kühlschrank ist nämlich komplett leer. Da ist gar nichts mehr drin. Da fahren wir gleich wieder zum Lidl. Ich habe unten noch eine Stoffwindelwäsche gewaschen schon, die muss ich unbedingt aufhängen, die habe ich gestern Abend noch gewaschen. Und ansonsten muss ich hinterher noch zur Post, mache ich auf Rückweg von Lidl, glaube ich, denn da ist ein Zalando-Paket für mich. Ich habe mir nämlich Kleider bestellt. Ich bin am überlegen, ob ich noch irgendwas anderes bestellt habe. Ich glaube nicht. Ich wollte irgendwie ein neues Kleid haben. Ich hatte irgendwie Lust auf Sommerkleider und gerade ist hier in Belgien ja Sommerschlussverkauf. Deswegen habe ich da ein bisschen zugeschlagen. Oder ich habe mir, glaube ich, 5, 6 Kleider bestellt. Ich hoffe, dass ich da eins von behalten kann. Das steht auf dem Plan. Ansonsten noch ganz viel im anderen Mama-Alltag natürlich, wie immer. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an, Finn zu waschen und anzuziehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Finn hat heute ein T-Shirt von, ich glaube, von Staccato ist das. Hat meine Mama das letzte Mal mitgebracht. Das ist eine Größe 74 mit so einem Hai drauf. Stay fresh. Passt ganz gut zu diesem tollen Sommerwetter. Dann hat er eine Hose an von Bellybutton. Die wird ein bisschen kurz hier. Ich glaube, danach werde ich sie aussortieren jetzt. Dann gehen wir erstmal nach unten. Mama hängt schnell die Wäsche auf und dann können wir was frühstücken. Was ich jetzt aber als erstes mal machen werde, ist hier das Fenster im Schlafzimmer zumachen. Und die, ja, den Rollladen runter machen und Gardinen zu und so. Denn so bleibt das schön kühl bei uns. Ja, ansonsten ist es hier nicht auszuhalten, aber mit dem Rollladen so runter sind wirklich richtig gut. Heute Morgen. Es ist nicht gerade Instagram-tauglich, aber es macht ja nichts. Für mich gibt es einen Alpro-Soja-Joghurt mit Hafer-Crunchy-Müsli. Und für Finn habe ich jetzt auch so ein Porridge angemischt. Das ist jetzt so ein 6-Korn-Getreideflocken halt. Ein bisschen Joghurt. Und dann habe ich hier noch so ein Quetschi, weil ich gerade nichts anderes da habe. Guave, Papaya, Mango, Banane von Fruchtbar. Es ist viel zu viel, das wird er alles nicht essen. Ich habe es zum ersten Mal jetzt auch den Getreidebrei mit Orangensaft angemischt. Ansonsten habe ich immer Hafermilch genommen. Mal gucken, ob er das mag. Und da habe ich auch einen Esslöffel oder einen Teelöffel Öl mit reingetan. Genau. Er sitzt hier schon ganz gespannt und möchte, glaube ich, anfangen zu essen. Dann sagen wir erstmal guten Appetit. Wow, ich bin gerade richtig überrascht, wie viel Finn gegessen hat. Er hätte auch noch mehr gegessen, aber er hat wirklich eine riesen Portion. Das ist die erste Portion, die er so viel gegessen hat. Das sind noch 2 Löffelchen oder sowas. Er hat richtig, richtig viel gegessen. Ihm hat es richtig gut geschmeckt. Am Anfang war es ein bisschen komisch, glaube ich, wegen dem Orangensaft. Oh, jetzt wird er auch müde, ne? Weil es ein bisschen säuerlich ist, aber dann mochte er es richtig gerne. Und den Quetschi hat er auch zur Hälfte aufgegessen. Den mochte er auch richtig lecker. Der ist auch ein bisschen süßlich halt durch die Banane und Guave da drin. Ja, dann waren wir auf für heute Nachmittag oder für morgen nochmal. Ich vergessen habe zu erzählen, wir müssen, bevor wir zum Einkaufen fahren, erst einmal zu meiner Schwiegermama. Die ist nämlich gerade für eine Woche im Urlaub und sie hat Hühner und eine Katze. Die müssen wir versorgen. Und gucken, ob die Hühner Eier gelegt haben heute Morgen. Ja, also das müssen wir erst erstmal machen. Sie wohnt nur 2 Minuten weiter mit dem Auto weg. Deswegen fahren wir da als erstes hin. Und dann fahren wir weiter zum Lidl.
Als erstes muss ich seine Patschehände sauber machen. Genau, aber müssen wir jetzt mal gleich los dann, um die Katze und die Hühner zu versorgen. Wir sind jetzt schon beim Lidl. Ich habe nämlich mein Handy zu Hause vergessen. Oh, ich wollte euch sehr gerne zeigen, die Hühner und so, wie die haben wieder zwei Eier gelegt, wie ich die versorge, aber total blöd. Ich war angekommen und habe mein Handy zu Hause vergessen. Ich habe es nämlich noch vorhin aufgeladen und habe es in der Steckdose vergessen sozusagen. Richtig blöd. Naja, ihr werdet es bestimmt irgendwann nochmal anders sehen. Vielleicht auf Instagram, auch auf meinen Stories. Schaut da einfach vorbei auf Instagram dann bei mir. Genau, jetzt sind wir auf alle Fälle beim Lidl. Finn ist ziemlich müde. Er ist gerade eben für eine Sekunde eingeschlafen und sind wir angekommen und ist er wieder aufgewacht. Deswegen hoffe ich, dass er im Laden das noch so gut mitmacht. Deswegen will ich auch gar nicht so weiter quatschen, sondern wir gehen gleich rein in den Laden. Hier draußen ist es nämlich auch richtig heiß und mein Auto hat keine Klimaanlage. Puh, was für ein Stress. Ach, heute ist ja Markt wieder, wie jeden Montag, vor unserer Tür. Deswegen kann ich nie vor der Tür parken. Aber ich kann beim Markt auch nicht wirklich was einkaufen, denn die haben wirklich nie was. Die haben Fisch und Fleisch und so einen Obst- und Gemüsestand, aber der hat wirklich keine gute Qualität hier. Auf anderen Märkten ist das anders hier bei uns, aber hier bei uns der Markt, der stört eigentlich nur, weil wir nicht vor der Tür parken können. Ich war gerade eben noch bei der Post. Nicht bei uns im Dorf, sondern im anderen Dorf. Ich habe so einen Zettel bekommen, halt, wo es drauf stand. Der ist nicht hier, sondern im anderen Dorf. Bin ich da also hingefahren, Finn beim Auto eingeschlafen, habe ich ihn rausgenommen, weil ich lasse ihn nicht für eine Minute alleine im Auto, gerade bei der Hitze nicht. Habe ich ihn halt wieder aufwecken müssen. Und dann meinte der Typ, ja, sorry, ich habe es jetzt zurück ins andere Dorf geschickt, weil ich weiß, dass du davon kommst. Also, oh, okay, du bist dann alles wieder zurück. Dann waren es irgendwie 5:12 Uhr und um 12 Uhr schloss die Post hier bei uns. Ist dann so ganz schnell rumgefahren wieder. Finn geschnappt mit dem Maxi-Cosi und, oh, okay, ich habe das Päckchen noch zum Glück erhalten. Und ich habe die Sachen auch schon mal ausgepackt zum Präsentieren, denn ich wollte, glaube ich, einen kleinen Foodhauls abdrehen. Die Sachen, die ich beim Lidl gekauft habe. Und die müssen jetzt auch einige Sachen davon ganz schnell in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank. Deswegen machen wir das mal schnell. Und ja, das Zalando-Paket zeige ich euch dann später. Ich habe Finger eben auch schon mal ausgezogen, dass er nur noch einen Buddy anhat. Der war nämlich auch ordentlich am Schwitzen. Und ich jetzt auch hier. Oh Gott, ist das heiß. Aber jetzt erstmal zum Foodhauls. Ich weiß nicht, wie lange das reichen wird. Ich habe ziemlich viel Obst und Gemüse gekauft. Fangen wir mal einfach hier an. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich wollte ihn gleich noch auspacken. Und zwar hatten die wieder Babysachen jetzt bei uns, aber wirklich nur zwei Cardigans und zwei Paar Hosen, also verschiedene. Und ich dachte mir, ich nehme so einen Cardigan mal wieder mit in der Größe 74-80. Finn trägt jetzt gerade 74, aber die fallen ja immer ein bisschen größer aus. Deswegen hoffe ich, dass sie eben auch noch im Herbst passen wird. Ich schaue da gleich mal rein. In so einem ganz dunklen Blau fand ich sehr, sehr schön. Dann hier hinten, wir brauchten Spülmaschinentabs. Ich mag normalerweise die von Aldi lieber, weil ich glaube, die muss man einzeln auspacken und die von Aldi lösen sich so auf. Ja, die muss ich alle einzeln auspacken. Das mag ich nicht so gerne. Aber ja, wir brauchten unbedingt welche. Und zum Aldi kam ich jetzt so nicht. Dann einmal zweimal solche Taschentücher. Die haben wir bei uns jetzt immer auf dem Tisch stehen. Seitdem wir mit dem Baby-Led-Weaning angefangen haben, gibt es doch ziemlich viel Schweinereien und fällt was runter. Deswegen haben wir solche immer im Großverbrauch jetzt gerade. Dann Kirschen habe ich gekauft. Super lecker, war jetzt auch im Angebot. Dann habe ich die mal ausprobiert. Das sind kleine dunkle Pflaumen. Auch richtig lecker, sehen auch richtig gut aus. Einmal belgische Erdbeeren. Dann für Finn habe ich noch einmal solche Obstmus gekauft. Und zwar ist das einmal Bio, Apfel, Birne, Erdbeere und schwarze Johannisbeere. Und einmal solche Quetschis sind das halt. Apfel, Birne, Blaubeere und Himbeere. Ich muss mal gucken, ob es die jetzt auch irgendwie bei uns im Gläschen gibt. Im Lidl gibt es die nicht und bei uns im Supermarkt hier nebenan auch nicht. Vielleicht im Bioladen, denn solche Quetschis sind ja ziemlich Plastikmüll. Das möchte ich eigentlich nicht, aber es ist halt schon super praktisch für zwischendurch und fürs Porridge und so, weil man, ja, was halt verschieden sind. Ansonsten gibt es hier nämlich nur Apfelmus und das ist meistens auch mit Zucker, aber hier ist wirklich 100% Frucht drin. Dann einmal eine ganz normale Tomatensauce, kann man auch immer haben. Einmal Bio-Zitronen, einmal eine Bio- oder beziehungsweise zwei Bio-Zucchinis, einen großen Blumenkohl, also der ist wirklich riesig, wenn man das mal so sieht. Dann habe ich einmal nochmal die zwei veganen Pizza mitgenommen, einfach so als Backup. Benutzen wir die manchmal ganz gerne, wenn ich irgendwie nicht zum Kochen kam. Finden wir richtig gut, machen wir aber immer noch irgendwie extra Gemüse und sowas drauf.
Dann einmal Zwiebelmusten wieder mit, eine Bio-Gurke, Finn liebt Gurke. Einmal solche Spitzpaprika, einfach so roh essen wir die als Rohkost für zwischendurch. Einmal Bananen, einmal Tomaten, dann einmal einen Büffelmozzarella, der ist viel besser als der normale Mozzarella. Den normalen Mozzarella mögen wir gar nicht mehr, sondern solche Büffelmozzarella nehmen wir ab und zu mal. Einmal so ein Soja gehackt, ist auch vegan. Das nehmen wir auch sehr gerne ab und zu mal mit. Dann für meinen Mann musste einmal wieder, die nimmt er immer eigentlich, pure Rittersport mit ganzen Haselnüssen drin. Ein Leerdammer, einmal Rucola-Salat, haben wir auch immer, ich immer zu Hause eigentlich. Und dann hatten die wieder, das haben die nämlich nicht immer, aber da habe ich gleich 4 Packungen von mitgenommen, Bagels. Die sind nämlich super praktisch für morgens einfach in Toaster rein und dann hat man morgens immer Brot, wenn man irgendwie kein frisches zu Hause hat. Habe ich 3-mal solche Vollkorn-Dinger gekauft und einmal mit Sesam. Und dann Focaccias, einmal ein Naturell und eins mit Tomate Oregano. Ein frisches Ciabatta-Brot. Und das war's. Genau, das war der Wocheneinkauf. Genau, ich packe jetzt einmal ganz kurz erstmal alles in den Kühlschrank und verstau das alles. Und dann schaue ich mir mal diesen Cardigan an. Und ich bin sehr gespannt, wie der aussieht. Packen wir jetzt einmal ganz schnell zusammen aus. Ja, und dann stille ich Finn noch einmal, denn er hat großen Hunger und Durst. Aber wir wollen einmal gucken, ne, mein Schatz. Oh, guck mal. Ist das schick oder was? Hä? Ui, warte, guck mal. Hier hat er im Laden nämlich auch schon ein bisschen drauf rumgebissen. So, einmal gucken. Ja, das fällt auf alle Fälle schön groß aus und es fühlt sich wieder sehr, 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 sehr schön an. Einfach ganz schlicht ein Cardigan, finde ich super schick. Kann man wirklich schick kombinieren oder halt auch einfach so für den Alltag. Und die Pure Collection von Lidl sind wirklich richtig toll. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr schön weich und hochwertig an. Und mit den Knöpfen hier so abgesetzt, finde ich das auch total niedlich. Und jetzt hast du Hunger, ne? Erstmal Mama Milch haben. Erstmal ein bisschen Mama Milch. Ich stehe jetzt in Finns zukünftigen Kinderzimmer. Ich habe letzte Woche schon mal angefangen, so ein bisschen was zu machen. Ich kann euch jetzt mal eine Szene einblenden, was ich gemacht habe, denn ich habe Wandsticker gekauft, bestellt und die habe ich an die Wand angebracht. Die blende ich euch jetzt mal ein. Lange nicht fertig, aber ich kann euch ja schon mal ganz kurz zeigen, wie das jetzt im Moment aussieht. Also wie gesagt, ist noch lange nicht fertig, steht noch das Gästebett aufgebaut drin und es ist noch alles nicht an seinem Platz, so wie es sein soll. Aber vielleicht einmal ein kurzer Einblick schon mal. So, ich müsste eigentlich mal eine andere Kameralinse darauf setzen. Hier kommt man halt rein und die Wand habe ich hier verziert mit diesen Wandstickern. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann von der Farbe her. Es sind halt solche Blautöne, ganz verschiedene, aber so nicht so ganz so knallig, sondern so ein bisschen pastellgräulich. Genau, einmal bis ganz nach oben hin. Ja, der Schrank, der da steht, muss noch weg. Hier steht noch vom Comfort-Baby-Bett und von unserem Kinderwagen steht hier noch was und Heizstrahler und all sowas. Das muss alles noch eine Etage höher. Hier steht noch das Gästebett. Das ist so ein Ausziehsofa. Das wird hier auch erstmal oben stehen bleiben müssen, weil wir ansonsten halt kein Gästezimmer haben. Aber meine Eltern kommen jetzt in ein paar Wochen nochmal her und wenn sie dann hier gewesen sind, dann kann ich das einklappen und dann ist es ein ganz normales Sofa in seinem Zimmer. Da steht übrigens hier noch den Babyaufsatz von dem Kinderwagen, denn wir haben jetzt den Sportwagen darauf getan. Denn er ist jetzt dafür auf alle Fälle viel zu groß geworden und er dreht sich auch immer und hüpft darin rum. Und dann wurde es echt zu gefährlich. Außerdem kamen seine Füße immer da drüber. Und deswegen, ich muss Finn einmal hier kurz ablegen. Oh, du bist mir nämlich ein bisschen zu schwer, mein Junge, mit deinen 8,5 Kilos. Die Wand erstmal und dann wird hier hinterher auch sein Babybettchen vorstehen. Ich glaube, das ist so fair.
das Sofa hinterher an diese, auf diese Seite kommt. Ich muss mal gucken. Und ich habe einmal hier schon mal ein Kallax-Regal aufgebaut und da diese Boxen reingetan. Die sind von Lessig. Die fand ich ganz niedlich so mit den Tierchen drauf. Dann habe ich mir einfache Bilder ausgedruckt mit dem Spruch hier auch, sei frech und wild und wunderbar. Hier ist noch so eine Holzeisenbahn. Ja, das kommt hier alles noch, muss noch alles weg. Hier ist auch noch ein passender Spielzeugkoffer, wo man einfach alles Mögliche reintun kann. Ist auch von Lessig, halt passend hierzu. Ich muss mal gucken. Also ich glaube, dass hier dann an die Wand das Schlafsofa hinkommen wird und dass ich das Regal hier vor diese Wand setzen will. Ja, das kann man ja gar nicht so richtig gut erkennen, ne? Der Schrank kommt raus, dann haben wir hier nämlich noch einen Einbauschrank, wo Finn Sachen rein können. Und dann würde das Kallax-Regal hier nämlich ganz gut hinpassen. Und ich wollte die Bilder nicht stehen lassen, das wäre nämlich zu gefährlich mit einem kleinen Kind. Ich wollte die hier auf die Wand, an die Wand aufhängen. Und ansonsten ist das hier erstmal Finns zukünftiges Babyzimmer. Ich habe noch einen Spruch bestellt, den wollte ich nämlich eigentlich hier reinkleben. Der müsste jetzt diese Woche irgendwann ankommen. Und dann habe ich nämlich auch noch, wo sind sie? Hier, diese schlafenden Augen. Dann dachte ich mir vielleicht auch hier, dass ich die da reinkleben kann. Und dann gucke ich mal, wie es dann aussieht. Und genau, soweit erstmal dazu, zu Finns Babyzimmer. Und ich wollte Finn eigentlich gerade schlafen legen. Ich habe mich ins Bett gelegt, weil er eigentlich ziemlich müde war, dachte ich zumindest. Aber dann ist er nochmal voll aufgedreht. Deswegen dachte ich mir, okay, hole ich ihn nochmal raus, kann er noch ein bisschen spielen. Und dann gehen wir in einer halben Stunde oder in einer Stunde dann nochmal ins Bettchen und versuchen den Mittagsschlaf. Deswegen würde ich sagen, nehme ich euch wieder mit nach unten und ich packe mal mein Zalando-Paket aus. Okay, ich dachte mir, ich setze mich einfach mal hier hin, dann kann nämlich Finn hier... Oh, das ist spooky. Nämlich schön spielen. Und ich pack mal mit euch zusammen das Zalando-Paket aus. Ich glaube, ich habe auch ein Bikini bestellt. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Schauen wir einfach mal rein. Ich werde die Sachen jetzt aber nicht anprobieren, sondern ich will jetzt einfach nur mal so angucken und gucken, wie sie mir so gefallen. Ich habe hier ein Kleid von Modström. Ich kann natürlich die Preise dazu sagen. Das hat jetzt 43,95 Euro gekostet. Man hat alle solche A-Linien-Kleider, weil ich finde, dass mir das so am besten steht. Ich war nur nicht sicher vom Material her so und ob es jetzt wirklich so stillfreundlich ist, denn ja, da ich finde, noch ein bisschen länger stillen möchte. Das sieht irgendwie sehr groß aus. Das ist ein S. Ich kann euch, wenn ich es finde, ja nochmal das Bild dazu einblenden von Zalando selber. Dann könnt ihr euch da ein bisschen besser was drunter vorstellen, denn so, glaube ich, seht ihr dann nicht so viel von. Es fühlt sich sehr plastikhaft an. Ach, ist der Geschirrspüler fertig? Ich hoffe, das Piepen stört euch jetzt nicht. Ja, also von den Farben her finde ich es ganz cool, obwohl ich nicht sicher bin, ob mir das so vom Ausschnitt her gut gefallen wird. Ich muss einfach mal anprobieren, aber ich glaube, das ist eher ein Nein. Dann habe ich ein weißes Kleid, das hatte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt, von Soja Concept. Das hat jetzt 39,95 gekostet. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich musste ganz kurz gucken, weil der Postbote manchmal nicht klingelt und ich erwarte noch ein Päckchen heute von der Apotheke. Deswegen muss ich mal kurz gucken, weil letztes Mal das Zalando-Paket, da war ich nämlich auch zu Hause und ich habe gehört, wie jemand was in den Briefkasten reingeschmissen hat, aber er hat nicht geklingelt. Ich war so böse, weil manchmal klingeln die einfach nicht, sondern schmeißen gleich einfach nur das Abholschein, den Abholschein da drin. Und ich war hier unten, Finn hat Mittagsschlaf gehalten, ich habe ihn auch gehört, dass er halt einfach nur reingeschmissen hat und so klingeln funktioniert und alles, also ja. Das ist dein Pass, mein Schatz. Dein Pass ist da, den können wir abholen morgen. Wenn wir, ja, wenn ich in Deutschland fahren möchte, dann brauche ich einen Pass, wenn wir das Land verlassen möchten. Wir wollen nämlich in Urlaub fahren im Oktober, da brauche ich auf alle Fälle einen Kinderpass. Und das ist irgendwie was von mir, dann gucken wir gleich mal. Ja, okay, weiter geht's mit dem Kleid. Das ist ein bisschen angenehmer vom Gefühl her. Mega durchsichtig, das sehe ich jetzt schon. Und das sieht mir auch viel zu kurz aus. Also ich glaube, das wird nichts. Dann habe ich ein Kleid bestellt von Even and Odd. Das hat gekostet 19,95. Das fühlt sich sehr schön aus, ein Jersey-Stoff. Von den Farben her finde ich es richtig cool. Es ist nämlich so ein Grün mit solchen, ihr seht es ja, mit solchen pink-roten Blumen drauf. Und ich dachte eigentlich, dass es hier so gewickelt ist und dass ich deswegen das stilltauglich haben könnte.
Es ist hier aber zusammengenäht, aber ich könnte das auftrennen und da einen Druckknopf dran nähen. Mal gucken, aber ansonsten gefällt es mir ganz gut, glaube ich. Und dann noch ein Kleid von Objects für 31,95. So ein Olivgrün mag ich auch total gerne so an mir manchmal. Und der Stoff fühlt sich auch ganz angenehm an. Lass mich das erstmal angucken. Ja, das war mit Ärmeln, aber das sieht aber auch sehr durchsichtig aus. Mal gucken. Und was da ganz cool war, halt dran, dachte ich so stilltauglich, ne? Hat er hier nämlich einen großen Reißverschluss vorne am Ausschnitt, dass man das so aufmachen könnte. Ja, muss ich einfach mal anprobieren. Oh, ich mag das aber nicht, wenn die so durchsichtig sind, wenn man da so halb durchgucken kann. Dann habe ich mir ein Bikini bestellt von Roxy, glaube ich, war der. Ich fand das ganz cool, so die Farbe. Und da ich noch immer Stillbrüste habe, sind die ein bisschen größer als davor. Deswegen passt mir mein anderer nicht. Ich fand das Muster ganz cool so. Einmal so in einem coolen Blau mit Batikmuster und an der Seite hat das Höschen solche, ja, ihr seht es ja, solche Aussparungen und so gerafft. Und das Top ist nicht so ein ganz normales Bikini-Top, sondern mehr so sportlich. Dann muss ich mal gucken, ob es mir passt oder nicht. Aber ich dachte mir, man kann es nämlich verstellen, die Träger. Ich habe es nämlich in einer L bestellt, glaube ich. Ja. Ja. Es schaut eigentlich so aus, ob es mir von der Oberweite her passen müsste. Halb sportlich, aber auch irgendwie ganz cool. Und man kann es halt hier an den Trägern verstellen. Muss ich einfach mal ausprobieren. Ja, gefällt mir sehr gut. War nicht so ganz so günstig, aber war noch im Angebot für 28 Euro und 23 Euro die Hose. Und dann habe ich mir von C4Lee, das war auch im Angebot, das fand ich so hübsch. Glaube ich, braucht man auch wirklich nur einmal im Jahr für ein, zwei Tage am Strand. Ist halt so ein Überwurfding für, ja, ein Bikini. Aber ich fand die Farbe so schön und C4Lee ist wirklich eine, oh, hat so tolle Qualität, aber ist auch mega teuer. War jetzt aber im Angebot für 40 Euro. Anstatt, ich glaube, 90 Euro oder so ansonsten. Und ich dachte mir, vielleicht, wenn es passt, kann ich es auch einfach so für zu Hause tragen, als Kleid. Ich blende es euch mal ein. Jetzt sieht es nur aus wie ein großer Sack. Ja, richtig hübsch. Muss ich aber mal anprobieren. Von den Farben her finde ich es toll. So, das waren alle Sachen von Zalando. Ich werde gleich mal anprobieren, die Kleider, und gucken, ob ich glaube, im Moment, dass mir nur dieses gefallen wird, aber ich muss mal gucken, ob mir das gefällt, wenn ich das anhabe. Finn probiert gerade zum ersten Mal, aber jetzt macht das nicht mehr. Hat gerade seine Knie. Da, seht ihr das? Das macht er jetzt zum ersten Mal. Das sind die ersten Krabbelbewegungen. Als ob hier nicht schon genug Chaos herrscht, habe ich gerade eben noch ein Amazon-Paket bekommen. Habe ich schon ganz vergessen, dass ich es bestellt habe. Wir packen es auch mal aus. Das sind nämlich Schlafanzüge für Finn, denn er ist aus all seinen Langarm-Schlafanzügen rausgewachsen. Und ich habe es jetzt über Amazon bestellt. Und zwar ist es, glaube ich, von Mamas und Papas. Da hatte er schon mal ganz am Anfang seine ersten, allerersten Schlafanzüge. Hatte er da schon mal von. Deswegen, ich packe die mal aus und zeige die euch auch nochmal ganz schnell. So, das sind sie. Ganz schlicht eigentlich. Einmal einen dunkelblauen mit so einem roten Bus drauf. Einen blau-weiß gestreiften. Und einen hellblauen mit solchen Bussen und, ja, Autos drauf. Und die haben ja zusammen 15 Euro gekostet. Also richtig gut. Jetzt habe ich hier auf alle Fälle ein großes Chaos, was ich gleich aufräumen muss, während Finn dann seinen Mittagsschlaf hält. Die Küche und so muss auch noch aufgeräumt werden, deswegen weiß ich, was ich tun muss nachher. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann auch von diesem Vlog schon von euch. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mich das sehr gerne wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder, mein Lieben.